Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal bei Bookopolis. Und heute geht es um etwas ganz Neues auf meinem Kanal und zwar die Neuerscheinungen für Juni. Ich möchte euch einfach einige der Bücher vorstellen, die für mich jetzt so interessant klingen für den Juni, die jetzt im Juni erscheinen. Das heißt jetzt nicht, dass ich alle diese Bücher auch direkt im Juni kaufen werde. Manche werde ich vielleicht als E-Book lesen, andere werde ich mir mit der Zeit zulegen. Den einen oder anderen werde ich mir wahrscheinlich sogar vorbestellen. Welche Bücher das sind, seht ihr dann jetzt. Ich werde euch die Cover einblenden, unten vielleicht noch ein bisschen was zum Preis, Verlag, Seitenzahl. Fangen wir dann einfach mit dem ersten Buch an. Falls ich hin und wieder mal nach unten schaue, liegt es daran, dass ich hier unten mein Tablet liegen habe und da habe ich halt die ganzen Daten zu den Neuerscheinungen, da ich mir selbstverständlich nicht jede Geschichte merken kann und auch keine Details. Und deswegen beginnen wir mit dem ersten Buch. Und zwar ist das ein Dark Fantasy Roman aus der Feder von Nora Bensko. Ich denke mal, so wird sie ausgesprochen. Und dieses Buch heißt Die Götter müssen sterben. Die Götter müssen sterben erscheint als broschierte Ausgabe am 1. Juni und wird 14,99 Euro kosten. In dem Buch geht es um Troja und Amazonen. Die Amazonen möchten sich an Troja rächen, die ihresgleichen getötet haben. Zumindest besagt das so die Prophezeiung von Artemis. Erst wenn die prunkvolle Stadt in Schutt und Asche liegt, werden die Amazonen herrschen. Doch Artemis segnet ausgerechnet Areto. Ein Mädchen, das weder Kriegerin noch sonst irgendwie besonders ist. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann eine wie sie der Macht der Götter würdig sein? Während Areto anfängt mit ihrem Schicksal umzugehen, spaltet sich ihr Volk in zwei Lager. Dieser Konflikt kann sehr gefährlich und der Untergang für die Amazonen bedeuten. Denn den wahren Feind können sie nur mit vereinten Kräften besiegen. Tja, und um das Leid der Amazonen zu beenden, müssen nicht nur Helden sterben, sondern auch Götter. Ich finde auf jeden Fall, es klingt sehr interessant und da mir das Cover jetzt aber nicht so sehr zusagt, werde ich dieses Buch wahrscheinlich eher mir als E-Book zulegen. Ich werde dieses Buch aber wahrscheinlich nicht direkt am Erscheinungstag anfangen zu lesen, da ich da so ein paar andere Bücher habe, die ich zuerst lesen möchte. Weiter geht es mit Rule of Wolves. Dazu werde ich nicht sehr viel sagen, da das ein Folgeband ist und vor allem da das in einem etwas größeren Universum spielt. Und zwar das Grishaverse, was jetzt wahrscheinlich schon mittlerweile durch die Serie sehr viele mitbekommen haben. Da erscheint halt jetzt Rule of Wolves der zweite Band. Ich denke mal, dass es damit auch abgeschlossen ist. Sicher bin ich mir nicht. Dieses Buch erscheint am 1. Juni im Knauer Verlag und wird als broschierte Ausgabe rauskommen. Mit einem Preis von 16,99 Euro. Weiter geht es mit einem Fantasy-Roman, den ich besonders interessant finde und den ich mir wahrscheinlich auch ziemlich zeitig zulegen werde. Und zwar handelt es sich um Zepter aus Licht von Mara Wolf. Und zwar geht es diesmal um Atlantis. Und das finde ich besonders interessant, nämlich darüber habe ich noch nichts gelesen. Dieses Buch erscheint auch am 1. Juni als gebundene Ausgabe, wird 20 Euro kosten und erscheint im Mara Wolfs eigenem Verlag. Hier geht es um eine versunkene Stadt, eine Suche voller Magie und Rätsel und einen anmaßenden Engel. Die 24-jährige Nefertari, glaube ich, wird sie genannt, ist verdammt gut darin, Kunstgegenstände wiederzubeschaffen. Und sie arbeitet nur mit ihrem Bruder Malachi zusammen. Und nur sie entscheiden, welche Gegenstände sie suchen. Zumindest war das so bis zu dem Zeitpunkt, bis der arrogante Engel Ezreal auftaucht. Und dieser Engel verlangt von ihr, dass sie sich auf die Suche macht nach dem Zepter des Lichts. Wie der Engel sie dazu bringen will, diesen Auftrag anzunehmen? Ganz einfach, ihr Bruder ist leider todkrank. Und der Engel erpresst sie damit, dass er ihren Bruder ins Totenreich mitnehmen wird, sollte sie den Auftrag nicht annehmen. Genau, darum geht es so ungefähr und ich finde, das klingt auch wieder super interessant, vor allem, da ich noch nie was über Atlantis gelesen habe. Und ich finde, das Cover sieht auch sehr, sehr schön aus und dementsprechend wird dieses Buch wahrscheinlich sehr bald bei mir einziehen. Kommen wir zu einem New Adult Roman aus dem KISS Verlag und zwar Ever, wann immer du mich berührst von Nicola Hotel. Dieses Buch erscheint am 15. Juni in broschierter Ausgabe und wird 12,99 Euro kosten. Liebe wird aus Mut gemacht. Abby fühlt sich verletzt, verängstigt und verloren. Nach einem schweren Autounfall muss sie in der Reha-Klinik neu laufen lernen. Nur macht sie leider keine Fortschritte, da sie sehr große Angst vor Schmerzen hat. Doch dann bekommt sie einen neuen Physiotherapeut. Er ist Student und heißt David Rivers. Und mit seiner geduldigen und sanften Art kann er zu Abby durchdringen. Immer wenn David sie berührt, verschwindet ihre Angst.
Doch David kennt ein Geheimnis, das ihre Welt zerreißen könnte. Und auch das klingt wirklich sehr interessant. Das ist ein New Adult Buch, was ich mir eventuell im Juni dann auch zulegen würde, weil ich ja finde, dass es sehr interessant klingt und ich sehr gespannt auf dieses mysteriöse Geheimnis bin und auf David und auf Abby. Dann erscheint im DTV-Verlag von Lea Koplen ein Liebesroman. Und zwar Mit dir leuchtet der Ozean. Dieser Roman erscheint in broschierter Ausgabe für 12,99 Euro am 18. Juni. Penny landet auf Fuerteventura und möchte dort in einem All-Inclusive-Club arbeiten. Dort begegnet sie ausgerechnet Milo. Und Milo kennt sie schon von früher aus der Schule. Ja, mit Milo verbindet sie ein verirrter Kuss. Jetzt ist ausgerechnet Helena mit Milo zusammen ihre Zimmergenossin. Also kann Penny Milo praktisch nicht aus dem Weg gehen. Da ist aber immer noch die Erinnerung an diesen Kuss. Und auch Helena merkt, dass da irgendwie mehr ist. Ja, Pennys schlechte Gewissen droht sie zu ersticken, doch Gefühle lassen sich nicht steuern. Also steuert Penny da auf eine ziemlich große Katastrophe zu. Auf dieses Buch bin ich durch das Cover aufmerksam geworden und da ich auch gerne aus dem DTV-Verlag lese. Dementsprechend habe ich mir den Klappentext durchgelesen und fand, dass es sehr interessant klingt. Und auch dieses Buch wird eventuell als Print bei mir anziehen, vielleicht aber auch nur als E-Book, aber ich bin mir sicher, dass ich das nicht unbedingt zum Erscheinungstermin mir besorgen werde. Dann erscheint am 22. Juni im Mira Taschenbuchverlag Funkeln der Ewigkeit von Jennifer L. Armentrout. Das ist eine Neuauflage zu der Götterleuchten-Reihe und ich glaube, das ist jetzt schon der dritte Band in diesem Universum und ich finde die Cover, die jetzt überarbeitet wurden, sehr viel schöner. Und auch die werde ich mir irgendwann zeitlich dann zulegen. Zuerst möchte ich selbstverständlich die Dämonentochter-Reihe lesen. Dieses Buch erscheint auch als broschierte Ausgabe für 12,99 Euro. Dann erscheint von Winter Renshaw der dritte Band der Rixton Falls-Reihe. Am 25. Juni erscheint dieses Buch als broschierte Ausgabe und wird 12,90 Euro kosten. Da das auch wieder ein Folgeband ist, werde ich jetzt nicht viel zu dem Inhalt sagen, denn die Leute, die die ersten zwei Bände gelesen haben, wissen wahrscheinlich mehr oder weniger, worum es geht. Und ich wollte es einfach nur mal ankündigen. Auch am 25. Juni erscheint im Lux Verlag ein neuer Roman von Wee Keeland und Penelope Ward, und zwar Sleepless in Manhattan. Und wie typisch im Lux Verlag erscheint auch das als broschierte Ausgabe für 12,90 Euro. Die 10-jährige Tochter von Sebastian Maxwell wird alleine von ihm erzogen, denn er hat leider vor einigen Jahren seine Frau verloren. Und diese süße kleine 10-Jährige schickt einen Brief ab. Da erscheint diese fremde Frau an seiner Haustür und er denkt natürlich nicht an Liebe, als er sie sieht. Doch nach einem Blick in ihre wunderschönen blauen Augen schlägt sein Herz schneller und er glaubt, endlich mal wieder Glück zu haben. Doch nach einer Zeit muss er feststellen, dass alles auf einer Lüge basiert. Ich habe leider erst einen Kurzroman von Penelope Ward und Wee Keeland gelesen, und zwar Christmas Deal, aber das fand ich sehr gut und mir hat auch der Schreibstil sehr gut gefallen. Dementsprechend finde ich auch das sehr interessant. Mal sehen, wann ich zu diesem Buch greifen werde, wann ich es mir kaufen werde. Aber es wird auf jeden Fall entweder als Print oder als E-Book bei mir einziehen. Kommen wir wieder zu einer Fortsetzung, und zwar What If We Trust von Sarah Sprinz. Das ist der dritte und ich glaube auch letzte Band in dieser Reihe. Auch dieser Band erscheint im Lux Verlag am 25. Juni und wird als broschierte Ausgabe 12,90 Euro kosten. Dann gibt es mal wieder etwas Neues von Valentina Fast. Und zwar erscheint ein Einzelband von ihr im Genre Romantasy, Kronenkampf geschmiedetes Schicksal. Dieses Buch erscheint am 28. Juni als broschierte Ausgabe für 15,90 Euro im Carlsen Verlag. Hier lese ich euch kurz den Klappentext vor, weil es irgendwie für mich ein bisschen schwierig ist, zusammenzufassen. Zwei magische Throne braucht es, um das Königreich Alandra gegen die Schatten hinter den Mauern zu schützen. Sie besteigen können nur diejenigen, die im Kronenkampf als Sieger hervorgehen. Fianna lebt seit ihrer Kindheit im Palast und kennt die Regeln der Mächtigen wie kaum jemand sonst. Doch durch ihre Adern fließt ein dunkles Geheimnis, dessen Aufdeckung ihr sicherer Tod bedeuten würde. Als der attraktive Königsbruder Caden ihm gefährlich nahe kommt, bleibt Fianna nur eins, am Kronenkampf teilzunehmen. Und auch das klingt ziemlich interessant und Romantasy mag ich ja sowieso. Und dieses Buch sieht sehr, sehr schön aus und ich vermute auch mal, dass es glitzern wird, wie man beim Cover hier mehr oder weniger erkennen kann. Und ich freue mich auch schon sehr auf dieses Buch und das wird wahrscheinlich auch einer der Bücher sein, die bei mir direkt im Juni am Erscheinungstag einziehen werden.
Dann erscheint wieder mal ein Werk von Jennifer Benkow. Diesmal ist es aber ein Liebesroman. A Reason to Stay erscheint im Ravensburger Verlag für 14,99 Euro und kommt als Taschenbuch raus. Das Erscheinungsdatum ist der 30. Juni. Sybil möchte endlich irgendwo ankommen, nicht mehr weglaufen müssen und auch nicht mehr in ihrem alten Auto schlafen. Was sie auf gar keinen Fall braucht, ist Chaos in ihrem Leben. Und dann läuft sie ausgerechnet Cedric direkt in die Arme. Doch mit seinem trockenen Humor, seinem schiefen Lächeln und seiner entwaffnenden Ehrlichkeit berührt er etwas in Sybil oder Billy, was sie schon längst verloren glaubte. Doch es gibt Gerüchte auf der Uni, die sich als wahr erweisen. Cedric verbringt niemals mehr als eine Nacht mit einer Frau. Als Billy den Grund erfährt, weiß sie, dass sie sich von ihm fernhalten sollte. Nicht nur zu ihrem Schutz, sondern auch zu seinem. Und auch das klingt wieder sehr, sehr interessant. Und da ich den Schreibstil von Jennifer Benkow ziemlich gut finde, freue ich mich auch schon hier auf dieses Buch. Dann erscheint endlich wieder ein Folgeband von Sarah Wolf, und zwar Heartless, der dritte Band. Als gebundene Ausgabe für 19,99 Euro im Ravensburger Verlag erscheint das Buch am 30. Juni. Viel möchte ich zu dem Buch nicht sagen, da das, wie gesagt, ein Folgeband ist und die Heartless-Trilogie bis jetzt schon angefangen haben, wissen ganz genau, worum es geht, und die freuen sich auch ganz bestimmt auf den dritten Band, der nun endlich erscheint. Kommen wir zu einem weiteren Folgeband aus dem Ravensburger Verlag, und zwar diesmal in einer broschierten Ausgabe, und zwar Touch of Ink, der zweite Band, und ich glaube auch hier ist das der Abschlussband. Für 14,99 Euro erscheint dieser Band am 30. Juni. Und ganz zum Schluss auch im Ravensburger Verlag Trust My Lips, auch dies erscheint als broschierte Ausgabe für 14,99 Euro am 30. Juni. Und auch hier möchte ich nicht viel dazu sagen, weil es wie gesagt ein Folgeband ist. Und die den ersten Band gelesen haben, wissen ganz genau, worum es geht. So, das waren die Bücher, die ich euch für den kommenden Monat vorstellen wollte, die jetzt im Juni erscheinen. Und selbstverständlich konnte ich nicht jedes Buch, das in diesem Monat erscheint, hier einbringen. Denn auch das Video ist jetzt schon lang genug. Aber welche Bücher möchtet ihr euch denn unbedingt zulegen? Gibt es Bücher, die im Juni erscheinen und ihr sagt, das musst du unbedingt lesen, das hast du nicht erwähnt? Dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr meine Videos weiterschauen wollt und nichts verpassen wollt. Und ja, wir sehen uns dann einfach bei meinem nächsten Video. Tschüss!